Calm down. Es ist Sonntag und es war nur ein 3-1 gegen die Bayern. Ganz ruhig. In der ersten Folge ein Spiel, in der zweiten Folge zwei Spiele, in der dritten Folge, die ist heute, drei Spiele. Auf geht's. Grün gegen Grün. Wout Weghorst, ich habe Angst vor dir. Geh weg. So, die Hymne klingt, aus. Und wir spielen zu Hause. Ich bin so cool. Oh Gott. Maximilian Bauer mit einem Riesenbock, aber er kann blocken. Das könnte Abseits gewesen sein, aber er ist eh nicht drin. Aber war kein Abseits. Oha. Sechs Schüsse Weghorst gegen Seguin ein. Weghorst hat sechs Schüsse nach 24 Minuten schon. Ich glaube, wir haben gesamt einen. Und der kam von Seguin. Boah. Schön. Wir probieren, das freut mich. Oh, wir haben ihn Gott sei Dank irgendwie abdrängen können. Aber der Ball ist immer noch heiß. Es ist wieder Weghorst. Ich habe gesagt, vor dem habe ich Angst, aber er ist noch nicht so effizient. Also er hat viele Chancen, aber er haut die ordentlich daneben. 0-0 zur Pause. Er ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Ja, da unten. Julian Green. Und in der Mitte ist es Griesbeck. Oh. Brutal, Digga, brutal. Abiyama kommt rein, aber hier ist Stimmung drin heute, hier ist Stimmung. Hier gehen die Fans nicht nach Hause, es gibt einen Eckball. Julian Green, Gotha. Passquote 78, geht schon. Das ist brachial schwer hier. Nein. Bitte Abseits, ich glaube aber nicht, oder? Ah. Schiedsrichter zeigt nichts an, das ist Weghorst. Es ist auch verdient, aber es ist auch echt schade. Abiyama, Latte! Nein! Nielsen, bleibt dran, Nielsen in der Mitte, ist es Gotha? Gott, ist das bitter. Es gibt Applaus, Gott sei Dank, aber wir haben leider verloren. Wir waren gut, aber nicht gut genug, das kann man auf jeden Fall so sagen. Weghorst war auf jeden Fall der Grund, ja. Ist aber immer ein guter Spieler, kann man nicht sagen. Oh nein, Bochum hat auch einen Punkt gesammelt. Die haben halt nur einen Punkt, aber dadurch sind wir jetzt Letzter, weil unsere Tordifferenz natürlich echt schlecht ist. Lumisteria Films, deine Medienproduktion für jeden Zweck. Schaue jetzt unser neues Musikvideo, rechts oben beim i verlinkt. So. Die haben sogar zwei Videotafeln hier, so Werbetafeln. Wände oder Werbewände, keine Ahnung, wie man das nennt. Also die haben auch bloß drei Punkte bisher. Das heißt, wenn wir die schlagen würden, würden wir sogar an denen vorbeiziehen. Das wäre auch unser erster Saisonsieg, by the way. Also weiß ich nicht, ob wir davon wirklich träumen können, aber wir sollten. Boah, Junge. Wir haben gerade nur Schwein. Ich meine, wir spielen ja auch hier gegen 300 Millionen Euro Kader, aber trotzdem, das läuft gar nicht gut. Boah, Sascha Burchert rettet uns bisher noch den Arsch. Der Ex-Herthaner, der spielt gerade gegen die Hertha. Boah, ich habe maximale Probleme und nur Sascha Burchert rettet hier gerade den Arsch. Fünf Schüsse allein von Piontek. Und das ist nicht der einzige. Ja, jetzt ist er durch. Er kommt da viel zu einfach durch. Und jetzt ist Piontek mit dem verdienten, hochverdienten 1-0 da. Kann sich da durchsetzen. Hier, das ist scheiße, dass er gegen Bauer da auch noch durchkommt. Alter, ist das überhaupt Bauer? Ich glaube schon. Und dann kann er reinspielen. Oh, Sascha Burchert. Krasse Parade, auch wenn es abseits ist. Hertha spielt uns aber sowas von an die Wand. Ich kann dagegen ja gar nichts tun. Ich würde ja gerne, aber ich kann dagegen nichts tun. Ich weiß zumindest nicht was. Ich habe gerade keine Lösung parat. Fünfte Ecke nach 32 Minuten. Und Ecken sind ja schon sowieso unsere Spezialität. Komm, jetzt ist der Gotha einigermaßen durch. Und er macht ihn tatsächlich.
Das ist so unverdient. Aber es ist das 1-1. Yes. Ja, 2-1. Spielen's richtig, richtig gut. Wir haben's so schwer. 68 zu 32 Ballbesitz, 10 zu einem Schuss. Expected Goals 4,5 zu 0,6. Sascha Burchert und wieder Sascha Burchert und wieder Piontek. 3-1. Ja, er stand da so frei, wir kommen dann nicht mal ins Kopfballduell. Das ist doch mies. Und Burchard war sogar nochmal dran, also macht sogar ein recht gutes Spiel. Ja, so sehr gutes Spiel, aber es steht 3-1 und das ist mehr als verdient. Sascha Burchard in der letzten Minute mit einer schönen Parade. Es gibt nochmal eine Ecke. Und dann ist dieses Spiel leider auch verloren. Und wie gesagt, dann geht's gegen die Bayern. Mit unserer Raute gegen Flügelspiel, gegen Alphonso Davies, Sané, Gnabry und Co. Es gibt Elfmeter. Das ist doch scheiße. Ist das bitter. Ja, Bein reingestellt, ist halt so, ne? Und er schießt daneben, ich hätte aber die Ecke auch gehabt. Damit ist Schluss, 3-1. Oh. Wenigstens nicht das vierte kassiert. Lumisteria Films, deine Medienproduktion für jeden Zweck. Lass uns doch gerne mal ein Follow auf unserem Instagram-Account da. Ja, gegen München. Immerhin zu Hause. Und es regnet. Und es spielt kein Sané, das ist auch nicht schlecht. Sabitzer in der Verteidigung, ey, was haben die denn gemacht? Ja, es ist immer wieder schön, zu Hause zu spielen. Oh, München hat keine Jacken an. Wir haben Jacken an, die Münchner direkt in den Trikots. Ja, Goretzka, Lewandowski, Gnabry, Coman, alle Spieler, die mich heute ärgern werden und wollen und tun. Und ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Wir wollen sie natürlich auch ärgern, aber ich glaube, das können wir nicht so gut wie sie uns. Mal gucken, was aus diesem Krachespiel wird. Wie gesagt, das Echte liegt noch für mich in der Zukunft. War bestimmt auch ganz cool, in echt gegen Bayern ordentlich zu kassieren. Aber... Oh! Oh! Gnabry, Lewandowski, nee, Müller ist es. 1-0. 8 Minuten durch. Ja, hat länger gehalten als gedacht. ist das traurig. Also hier werden mich schon ein paar Leute aus dem Stadion verlassen wahrscheinlich. Pfosten, Thomas Müller. Ich überlege gerade ein bisschen, ob wir was am Taktiksystem umstellen sollen. Tendenz nein bei mir, weil was sollen wir denn für ein System machen? Und ich meine, es ist ja klar, dass wir uns nicht leicht tun. Jetzt da alles über den Haufen zu schmeißen, ist ja Quatsch. Ja. Vladimir Gota. Er ist drin! Wahnsinn! Wir können mit den Fans feiern und es steht hier nach 18 Minuten 1-1. Das ist besser als gedacht. War ein schönes Tor, kann man nichts gegen sagen. Oh nein, das ist ja dumm, dass der genau dahin abprallt. Ja, Lewandowski, Burchert. Was haben wir denn für einen coolen Torhüter? Der rettet uns hier nochmal den Gegentreffer. Natürlich steht es immer noch 2-1, aber trotzdem kann man sich über sowas freuen. Gegen Bayern 2-1, zur Halbzeit, ist okay. Also. Ah. Da ist er, der Robert, 3-1, Hernandez auf rechts, also Nagelsmann richtig komisch aufgestellt, Sabitzer in der Verteidigung, trotzdem haben wir natürlich wenig Chancen, Kimmich setzt sich da noch gegen uns durch und Müller und 4-1, dass wir da nicht dazwischen kommen, ist echt schade, Mann, bitteres Ding. Es ist Lewandowski, es ist die Latte, wir haben Glück. Coman, da ist Sané, wir kriegen ihn nicht. Burchert, gerade so an die Latte, wieder bewahrt. Vom 5-1 vorerst. Kommen hinten gerade nicht raus. Jetzt macht Bayern richtig Druck. Ich weiß nicht warum, aber Lewandowski. Oh Gott.
Nee, Tillman kommt. Oh Gott, come on. Und der Lupfer und das 6-1. Fehler. Schleusen sich auch noch ein. Spielt den Pass auf Coman und das macht er natürlich mit links. Ei. Ja, leck mich doch am Arsch. 2-1 zur Halbzeit, das sah ja noch human aus. Und jetzt treffen sie von wo sie wollen. Von wo sie wollen, guck dir das an. Ein Pass und er zieht von 20, 22 Metern ab. Ja, den Überburchert rein, das Ding. 7-1. Gelb für Sané. Und es gibt nochmal eine Ecke, die auch Sané treten wird. Eine Minute Nachspielzeit. Das ist Sascha Burchert, der nochmal rauskommt. Alter. Das sitzt ganz tief. Ja, wie schon gesagt, wusste ich beim Aufnehmen des Spiels noch nicht, wie das echte Bayern-Spiel ausgegangen ist. Jetzt sage ich, Leute, ich weiß, einige von euch haben es schon getan und haben das Musikvideo gesehen. Krasse Schauspielskills, krasse Gesang. Überzeugt euch selbst. Schaut mal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aber jetzt wünsche ich euch einen guten Wochenstart. Und auf Wiedersehen.